Jetzt stelle ich dir und stelle Ihnen natürlich eine Frau vor, die Sie schon längst kennen, nämlich als Fotografin, Inge Prader. Und sie hat es vor 40 Jahren geschafft, in eine männerdominierte Branche sich so richtig zu etablieren und sich durchzusetzen. Und jetzt schauen Sie mal, wie sich aus einer jungen, lieben Osttiroler Gitsche eine erfolgreiche Fotografin entwickelt hat. Achtung! Inge Prader wieder einmal am Set. Seit einem Jahr fotografiert sie ihre Heimat Osttirol durch die Jahreszeiten. Und das aus gutem Grund. Es war mir ein Anliegen, die Schönheiten von Osttirol, die alten Produkte, die zum Teil noch immer produziert werden und zum Teil aber von jungen Leuten wieder produziert werden, mehr Öffentlichkeit zu geben und mehr Werbung dafür zu machen, damit die Leute das schätzen lernen. Geboren ist Inge Fink, wie sie als Mädchen hieß, in Lienz. Hier ist sie mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Das hinter mir ist mein Elternhaus. Meine Eltern haben da eine Tankstelle gehabt. Das war eine Tankstelle und ein kleiner Autozubehörgeschäft. Und ich bin mehr oder weniger zwischen die Autoreifen und den Ölwechselgruben, in die ich eingeflogen bin. Da bin ich auf der Tankstelle immer herumgewuselt. Und da, wo wir stehen, war die Rodel- und Skiwiese, wo ich, glaube ich, bevor ich gehen gelernt habe, habe ich Skifahren gelernt. Nicht nur das. Bis zu ihrem 20. Lebensjahr lebte sie in Lienz. Hier erlernte sie auch ihren Beruf. Also das gelbe Haus hinter mir war meine erste Wirkungsstätte. Hier war ich Lehrling, Fotografenlehrling und habe den Gehsteig gekehrt und in der Dunkelkammer gestanden und habe das ganze Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt. Mittlerweile hat sie längst ein eigenes Büro. Das betreibt sie mit Ehemann Paul in Wien. Das Ziel war ein anderes. Da ist mir noch vorgeschwebt, New York, mal schauen, was die Welt so bietet. Und der erste Schritt war natürlich Wien. Und dort ist mir dann mein allerliebster Ehemann über den Weg gelaufen. Und dann ist es nicht New York geworden, sondern dann bin ich da geblieben. Auf der grafischen Da war sie Assistentin und ich war Schüler. Ich hatte eigentlich Elektrotechnik studiert und da habe ich den ersten Studienabschnitt circa gemacht. Dann hat mich die Lust verlassen und ich habe mir eingebildet, ich will auch Fotograf werden. Und dann bin ich halt auf die Grafische gegangen und dort haben wir uns kennengelernt. Jeder Anfang ist schwer und wenn man aus Osttirol kommt nach Wien und niemand kennt, ist es natürlich wahnsinnig schwer, zu Jobs zu kommen und Leute kennenzulernen. Und es wird immer leichter, je mehr man Menschen kennt, je mehr schwierige Situationen man schon einmal gemeistert hat. Beim zweiten Mal tut man sich leichter, das ist klar. Und beim 100. Mal tut man sich natürlich noch viel leichter. Und insofern ist der Alterungsprozess auch ein Vorteil für die Karriere. Seit fast 40 Jahren ist die Fotografin tätig. Sie setzte sich in den 70er Jahren in einem damals typischen Männerberuf durch. Das stimmt, es war ein männerdominierter Beruf, aber ich glaube, die Türen waren in dieser Branche schon ein bisschen weiter offen als in vielen anderen. Es ist meiner Meinung nach immer schwieriger als Frau als Mann, eher auf der Karriereleiter weiterzukommen. Und was hat die 59-jährige Tirolerin in ihrer Karriere mittlerweile nicht alles fotografiert? Mode, Liveball-Kampagnen und Prominente aller Art. Von der Prader fotografiert zu werden, das ist schon was. Also wie ich nach Wien gekommen bin, war Falco gerade so Uprising-Superstar. Und dann war er plötzlich in meinem Studio. Und da war ich so aufgeregt, dass ich zum Beispiel kein besonders gutes Foto da gemacht habe, aber ich kann mich nur gut erinnern, wie er gekommen ist. Wenn sich jemand bei mir wohlfühlt, dann kommt er vielleicht wieder. Sei es Redakteure, sei es Prominente, sei es Models. Wenn einem jemand Vertrauen entgegenbringt, das ist das Um und Auf. Und die Kamera ist ja, die Kamera kann schon auch eine sehr rücksichtslose Waffe sein, wie wir wissen. Zurück in Lienz. Inge Prader zieht es nicht nur beruflich immer wieder hierher. Sie besucht mit uns einen ganz speziellen Ort. Ja, also hier sind wir beim Helenenkirchl. Das ist eine kleine Bergkirche oberhalb von Lienz und hier haben wir geheiratet im Jahr 92.
war vorher schon immer da. Und immer, wenn ich als Jugendliche da oder als Kind da herum war, habe ich mir gedacht, da würde ich gerne mal heiraten. Ehrlich gesagt fehlen mir die Berge nicht, weil sie zeigen sich heute von ihrem allerschönsten Gesicht, aber sie können schon auch sehr duster und sehr bedrohlich und sehr eng sein. Ganz eng verbunden sind Inge und Paul nicht nur privat, auch am Set sind sie unzertrennlich. Wie bei jeder Arbeit bin natürlich ich nur ein Teil eines, wenn auch kleinen Teams, aber eines Teams. Und ohne meinen allerliebsten Pauli, der mir die ganze Technik vom Leib haltet, würde ich das nicht schaffen. Wir sind jetzt schon viele, viele Jahre zusammen. Wir haben in 2 Jahren unsere silberne Hochzeit und waren schon vorher viele Jahre zusammen und sind auch fast rund um die Uhr zusammen. Und es ist ein sehr schönes, homogenes Wir geworden. Inge Prader, eine starke Frau, die ihren Weg gefunden hat.